Fußball 2000, pam, 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 ehrlich gesagt. Was war das für ein skurriles Fußballspiel? Stuttgart, meiner Meinung nach, der schlechteste Gegner die Saison, gegen den die Eintracht zu spielen hatte. Und die Eintracht hat es wieder nicht geschafft, ein ruhiges Spiel uns zu geben. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Stuttgart war unfassbar schlecht. Die wollten ja gar nicht den Ball haben. Die haben uns den Ball quasi geschenkt die ganze Zeit. Die Eintracht konnte nichts draus machen. Klar, Ausfälle von Kostic und Kamada merkst du. Hatten wir in den letzten Wochen oft besprochen, dass die zweite Decke bei der Eintracht nicht so warm ist. Kann uns nicht überraschen. Trotzdem muss eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt in der Lage sein, so einen verunsicherten Gegner, das war teilweise slapstickartig, wie die sich die Bälle zuspielen wollten. Und die Eintracht hat es wieder nicht geschafft. Die Eintracht geht in Führung. Du denkst, boah, Gott sei Dank, eigentlich müsste im Spiel gut und tut's nicht. Eintracht kassiert einen Ausgleich. Selbe Spiel nach dem 2-1. Und am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eigentlich gedacht, die Eintracht verliert dieses Spiel. Und es ist aber nicht passiert. Und ich muss Grüße an die Community ausrichten. Euer Lieblingsspieler, Aydin Rustic. Ich ganz ehrlich, ich applaudiere, ich hätte es ihm nicht zugetraut. Unfassbar schönes Tor, einmal ein bisschen glücklich, was zum Spiel gepasst hat. Ich glaube, die Eintracht konnte nur durch dieses 3-2 das Spiel auf diese Art und Weise gewinnen. Sehr, sehr tragische Figur in der Stuttgarter Mannschaft, der Typ, der den abgefälscht hat. Aber ansonsten bitte ich euch mal, schreibt ihr mal in die Kommentare bitte, wie ihr dieses Spiel einordnen wollt. Weil ich kann es nicht. Ich freue mich, dass ich am Montag nicht alleine bin, um das zu tun. Weil es ist unfassbar kompliziert. Ganz merkwürdige Szenen. Sehr, sehr viel. Es hat sich teilweise angefühlt wie Sunday League in England. Hätte nur noch gefehlt, dass ich eingewechselt werde mit meinem dicken Bauch und da auch mitspielen kann. Ich weiß nicht ganz genau. Hallo. Ich weiß nicht ganz genau, was das war. Ich weiß nicht ganz genau, ob das ein Schritt nach vorne, nach hinten war. Ein bisschen hat sich so angefühlt wie der Sieg gegen Fürth. Und es gibt halt 3 Punkte. Und das ist besser als alles andere. Von daher, meiner Meinung nach, wenn ich es positiv sehen will, Mund abputzen, weitermachen, aber nicht so. Alles klar, meine lieben Freunde, wir sehen uns am Montag. Wow, herzlich willkommen zur Private Session von Fußball 2000. Ach, hallo. Bei richtiger Antwort gibt es ein T-Shirt. Und bei falscher Antwort müsst ihr leider dieses Gelände verlassen. Hat einer gesehen, wo ich vorhin mein Bier hingestellt habe? Wieso hat sich Weide eigentlich auch bei diesem Elfmeter von Marvin aufgeregt damals? Warum ich mich aufgeregt habe? Weil es jetzt, glaube ich, der dritte war, der ein Tor vorbeiflog und ich ihn halt holen musste. Deswegen habe ich mich aufgeregt. Also Marvin, wann gibst du jetzt eigentlich allen einen aus?